Smerch, also diese Umstellung auf Proof of Stake rückt bei Ethereum mit großen Schritten näher. Allerdings fürchtet die Community jetzt, dass durch einen Bug eventuell etwas schief gehen könnte bei dieser Umstellung und dass Ethereum nach der Umstellung auf Proof of Stake eventuell zensiert werden könnte. Warum und wieso das so ist, genau darüber sprechen wir gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal GitReport. Bei uns geht es um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, zuletzt gab es große Aufregung in der Krypto-Community und zwar deswegen, weil die US-Behörden diesen Mixer Tornado Cash, also das ist ein quelloffenes Protokoll, sanktioniert haben. Also mit diesem Protokoll kann jeder interagieren, um anonyme Kryptotransaktionen zu versenden. Also man kann damit quasi die Herkunft von Kryptogelder verschleiern und einige prominente Krypto-Leute haben diesen Dienst auch in der Vergangenheit genutzt, zum Beispiel auch Ethereum-Mitgründer Vitalik Buterin. Er hat über Tornado Cash unter anderem in die Ukraine gespendet. Das Ganze ist besonders heikel für ihn, denn er ist ja in Russland geboren, unterstützt aber finanziell die Ukraine und daher wollte er offenbar seine Privatsphäre hier schützen, um nicht ins Visier von bestimmten Personengruppen zu geraten. Und das Ganze war für ihn natürlich irgendwo legitim, aber das wird natürlich vom Finanzamt ganz anders gesehen. Die sehen natürlich nicht die Vorteile für den Nutzer, sondern eher die Nachteile für den Staat, indem man diesen Dienst vorwirft, hier hauptsächlich Kriminelle zu unterstützen, die dann Geldwäsche quasi im großen Stil betreiben können. Und der Vorwurf der Finanzbehörden ist hier leider nicht ganz unberechtigt, denn Slowmist, eine Auditfirma, hat herausgefunden, dass allein im ersten Halbjahr 2022 75% der gestohlenen Gelder auf Ethereum durch diesen Mixer gejagt worden sind, um einfach die Herkunft dieser Gelder zu verschleiern. Und das ruft natürlich irgendwo die Finanzbehörden auf den Plan. Und deswegen wurde das Ganze auf die Sanktionsliste gesetzt, bedeutet, kein US-Bürger darf mehr mit diesem Protokoll interagieren. Zudem hat man zuletzt auch Jagd auf Tornado Cash-Entwickler gemacht. Und was ich gesehen habe, wurde ein Entwickler sogar jetzt in den Niederlanden festgesetzt. Und das hat für einen großen Aufschrei in der Krypto-Community gesorgt. Unter anderem hat sich auch Cardano-Mitgründer Charles Hoskinson zu diesem Thema geäußert und das Vorgehen dieser Finanzbehörden stark kritisiert. Er sieht hier schon die allgemeine Meinungsäußerung in Gefahr. Er hat das Ganze mit einem Buchautor verglichen, der darüber schreibt, wie eine Bombe technisch funktioniert. Und wenn dann jemand hergeht, das ganze Wissen missbräuchlich umsetzt, quasi eine Bombe baut und gegen die Leute einsetzt, dann kann das natürlich der Buchautor nicht verhindern. Und ähnlich ist es auch im Softwarebereich. Wenn ein Programmierer Softwarecode schreibt, kann er auch nicht verhindern, dass dieser Code missbräuchlich eingesetzt wird. Also ihr seht schon, das ganze Dilemma, auf der einen Seite hat der Nutzer natürlich ein gewisses Recht auf Privatsphäre, auf der anderen Seite möchte der Staat natürlich möglichst Geldwäsche bekämpfen. Das Problem ist hier, dass der Staat oder die Gefahr ist hier, dass der Staat hier vielleicht zu weit geht, dann Zensurmaßnahmen ergreift, die einfach Kryptoprojekte oder ganze Blockchains gefährden und das könnte natürlich auch ein Problem für Ethereum sein. Inwiefern könnte das jetzt ein Problem für Ethereum werden, beziehungsweise droht hier eine mögliche Zensur von Transaktionen? Also es ist so, dass mit dem Wechsel auf Proof of Stake natürlich die Miner aus dem Netzwerk verschwinden. Bedeutet, Ethereum wird hier künftig auf Validatoren setzen, die Transaktionen bestätigen und validieren. Also diese Validatoren sind oft große zentrale Identitäten, wie zum Beispiel Binance, Coinbase oder dieser Staking-Service Lido, die einfach einen großen Stake verwalten und die haben dann auch mehr Einfluss. Und die Gefahr oder die Befürchtung ist hier, dass hier einfach die Regulierungsbehörden versuchen, Druck auf diese großen Validatoren auszuüben, um Zensurmaßnahmen durchzusetzen. Aber der Punkt ist hier, dass sich das Netzwerk gegen solche Zensurmaßnahmen wehren kann, auch wenn sich hier mehrere Validatoren zusammentun würden, hat auch die Minderheit hier gewisse Rechte oder die Möglichkeit, dass man hier quasi das Ganze als Angriff auf das Netzwerk wertet, eine Art Softfork initiiert und quasi dann den Stake
der betreffenden Validatoren zerstört oder zumindest stark dezimiert, sodass die finanziellen Anreize für den Validator sehr gering sein dürften, hier mitzumachen, bei den Zensurmaßnahmen mitzumachen und das Ganze umzusetzen, weil einfach große Verluste drohen. Und daher ist diese ganze Diskussion um mögliche Zensurmaßnahmen auf Ethereum eher theoretischer Natur als eine reelle Gefahr. Die ganzen Diskussionen um mögliche Zensurmaßnahmen auf Ethereum und der schwache Kryptomarkt haben dem Ethereum-Kurs zuletzt eher nicht geholfen, wie es momentan mit dem Ethereum-Chart aussieht. Das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Ethereum-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Binance und heute ist der 25. August am Donnerstag Vormittag und wir können den Ethereum-Kurs etwas freundlicher bei 1703 Dollar sehen, also ein Plus von 2,85% gegenüber dem Vortag. Und wir können erkennen, dass Ethereum Mitte August an diese 2000 Dollar Marke herangelaufen ist, zu diesem Zeitpunkt aber überverkauft war, wie wir gleich am RSI sehen können. Und danach haben wir eine Konsolidierung gesehen. Und diese Konsolidierung wurde zuletzt vom 50-Tage-Durchschnitt, das ist diese blaue Linie, aufgefangen. Und im Übrigen hat auch dieser MA99, also das ist der einfache 100-Tage-Durchschnitt in Form dieser türkisen Linie, Ethereum eine gute Unterstützung zuletzt geboten, aber damit die Kurse weiter steigen, müsste Ethereum meiner Meinung nach zum einen diesen MA25, also das ist der einfache 25-Tage-Durchschnitt, überwinden, quasi auf Wochensicht über der Marke von 1800 Dollar schließen, damit sich hier weiteres Aufwärtspotenzial ergibt. Und damit wäre für mich zumindest der Weg frei, dass Ethereum an diese 200-Tage-Linie, das ist diese rote Linie, heranlaufen kann, die bei etwa 2200 Dollar verläuft und wie die Chancen dazu stehen. Dafür schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren bzw. Oszillatoren näher. Der Trendfolgeindikator MACD hat am 17. und 18. August ein Bearish Crossover geliefert und deutet damit eher eine weitere Konsolidierung an. Also damit es zu einer Trendwende oder wieder steigenden Kursen kommt, müsste meiner Meinung nach der Trendfolgeindikator MACD drehen. Also ein Bullish Crossover wäre wünschenswert, wenn diese türkise Linie, die orange Linie, wieder von unten nach oben durchbricht, aber das sehe ich im Moment eher nicht so, auch wenn der RSI sich wieder Richtung Norden hier bewegt. Aber wie gesagt, Mitte August war Ethereum überverkauft, das hat auch der RSI hier richtig angezeigt und daher war diese Konsolidierung, die wir zuletzt gesehen haben, nicht wirklich überraschend und das On-Balance-Volumen OBV befindet sich hier leicht seit Mitte August, Juli, in einem Aufwärtstrend und das sagt uns, dass die institutionellen Anleger langsam wieder Vertrauen in Ethereum fassen, hier wieder Geld zurückfließt und das bestätigen im Übrigen auch aktuelle Daten von CoinShares, die wir uns gleich ansehen, aber noch fehlt der Kaufdruck und zwar, wenn wir uns das Ganze im JK Money Flow ansehen, im CMF, sehen wir, dass sich hier eher Verkaufsdruck seit Mitte August breit gemacht hat. Der hat sich zwar zuletzt abgebaut, aber wir sehen hier keinen massiven Kaufdruck, der hier die Kurse weiter nach oben treiben könnte. Und auch das 50-Tage-Momentum ist hier eher erlahmt. Also dieser Aufwärtstrend vom Mitte, Ende Juni hat sich zunächst nicht weiter fortgesetzt und das ist natürlich kein so gutes Zeichen, wenn gleich natürlich die Chance besteht, dass Ethereum, wie gesagt, an diese 200-Tage-Linie heranlaufen kann. Dafür spricht zum Beispiel der Wochenchart. Ethereum hat ja diese 200-Wochen-Linie wieder zurückerobern können und wir haben ein Bullish Crossover im Trendfolgeindikator MACD auf Wochensicht und zwar vom 25. Juli. Und das könnte ein Signal sein, dass diese monatelange Konsolidierung bei Ethereum tatsächlich zu Ende geht. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass Ethereum trotz dieses Kursanstiegs, den wir seit Mitte Juli gesehen haben, nach wie vor in einem Abwärtstrend, in einem mittelfristigen oder langfristigen Abwärtstrend ist. Und zwar seit November 2021. Das können wir hier sehr schön sehen, fallen die Kurse. Also wir sehen hier eher eine Erholungsrallye, eine Art Bärenmarkt-Rallye und das ist für mich noch kein Trendwechsel. Erst wenn es Ethereum schafft, diese 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden, wäre es für mich ein Zeichen, dass Ethereum tatsächlich vor einer echten Trendwende steht, denn Ethereum ist ja
Anfang April an dieser 200-Tage-Linie schon mal gescheitert und dann ging es wieder deutlich abwärts. Also das bleibt eben abzuwarten, ob es gelingt, diese 200-Tage-Linie nachhaltig zu überwinden. Die Fundamentaldaten sprechen ja für Ethereum. Ethereum hat es ja zuletzt bei der Entwickleraktivität auf Platz 1 zurückgeschafft, was auch nicht wirklich überraschend ist, weil die Entwickler natürlich mit Hochdruck auf dieser oder an dieser Umstellung auf Proof of Stake arbeiten. Und zuletzt gab es ja auch hier positive Entwicklungen, dazu gleich mehr. Zunächst zu diesen Daten von CoinShares, die einfach signalisieren, dass das Vertrauen der institutionellen Investoren in Ethereum wieder langsam zurückkehrt. Denn seit Jahresbeginn sind ja rund eine halbe Milliarde Dollar aus Ethereum herausgeflossen und erst seit Mitte Juni hat sich das Ganze wieder etwas gedreht. Also in 9 Wochen in Folge ist wieder Geld in Ethereum Investmentprodukte zurückgeflossen und zwar in Höhe von 162 Millionen Dollar. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen. Das spricht dafür, dass die institutionellen Anleger langsam wieder Vertrauen in Ethereum fassen. Und zuletzt hat es ja auch positive Meldungen gegeben in Bezug auf The Merge. Also Ethereum möchte hier diese Umstellung am 6. September auf der Beacon Chain mit diesem Bellatrix einleiten und über diese Roadmap, wie es dann weitergeht, wollte ich mit euch jetzt noch kurz vor der Kamera sprechen. Also Ethereum auf Erholungskurs und damit sich diese Kurserholung weiter fortsetzt und dieser mittelfristige Abwärtstrend, der ja seit November 2021 läuft, beendet wird, müsste meiner Meinung nach Ethereum diese 200-Tage-Linie, die bei etwa 2.200 Dollar verläuft, nachhaltig zurückerobern. Das wäre quasi die letzte finale Hürde, bevor ein neuer Bullenmarkt starten kann. Aber das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Helfen könnte dem Ethereum-Kurs, wenn dieser geplante Umstieg auf Proof of Stake Mitte September reibungslos funktioniert. Und da gab es ja zuletzt gute Nachrichten, denn das Ethereum-Team möchte diesen Prozess am 6. September mit einem Upgrade namens Bellatrix auf der Beacon Chain einleiten. Danach folgt das Paris Upgrade, indem man quasi den Execution Layer auf Proof of Stake umstellt. Und der Zeitpunkt dieser Umstellung hängt davon ab, wie viel Rechenleistung das Netzwerk zusammenbekommt. Also die kumulierte Rechenleistung ist hier entscheidend, nicht die Blockhöhe. Und wenn das der Fall ist, wird der letzte Block quasi von Proof of Work Minern gemeint. Und dann dauert es etwa 12 Minuten, bis dann die Miner aus dem Netz sind. Und dann werden die Blöcke mit Proof of Stake produziert. Und momentan sieht es so aus, als würde diese Umstellung am 15. September erfolgen. Also der genaue Zeitpunkt der Umstellung im Netzwerk hängt von dieser Hashwertleistung im Netzwerk ab, die man hier erreichen muss. Also das Ganze wird Total Terminal Difficulty genannt und erst wenn dieser Schwellenwert erreicht ist, erfolgt die Umstellung auf Proof of Stake. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum stellt man nicht einfach nach einer gewissen Blockhöhe um? Und das Ganze hat natürlich sicherheitsrelevante Aspekte. Es könnte ja jemand hergehen und heimlich eine Nebenchain mit einer geringen Hashleistung betreiben und dann zufällig diese Anforderungen an die Blockhöhe erfüllen und man würde quasi dann die Validatoren austricksen, die dann an der falschen Kette dann weitermachen würden und das möchte man eben verhindern, indem man sagt, die Hashleistung ist hier maßgeblich. Wenn die Umstellung auf Proof of Stake erfolgt ist, wird Ethereum 99,95% weniger Energie verbrauchen und die Coin-Emission wird dann auch um 90% sinken. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also der Umstieg auf Proof of Stake rückt mit großen Schritten auf Ethereum näher, auch wenn ein Entwickler zuletzt nochmal einen Fehler in dieser Guest-Client-Version gefunden hat, die ja bei vielen Node-Betreibern im Einsatz ist. Aber inzwischen, glaube ich, gibt es einen Hotfix, was ich gesehen habe. Und damit scheint dieses Problem des Datenverlusts behoben und damit sieht es weiter gut aus, dass tatsächlich diese Umstellung auf Proof of Stake Mitte September kommen wird. Und das Ganze hat dann auch einige ökonomische Vorteile, denn die Staker
erhalten dann mehr Rendite, weil eben die Miner aus dem Netz sind und diese Erträge dann den Stakern zugeschlagen werden. Außerdem ist damit natürlich eine weitere Unsicherheit vom Tisch, denn bislang mussten ja diese Staker befürchten, dass sich dieser Umstieg auf den St. Nimmerleins-Tag sozusagen verschiebt, und das ist dann natürlich dann vom Tisch, und damit wird es für jeden Ethereum-Anleger künftig einfacher, Ethereum zu staken. Eine Gefahr für Ethereum durch andere Forks wie zum Beispiel Ethereum POW sehe ich eher nicht, und zwar deswegen nicht, weil große Ökosystemteilnehmer wie zum Beispiel Tether und auch Chainlink angekündigt haben, dass man diese Forks nicht unterstützt, sondern man wird hier vollständig Ethereum 2.0 unterstützen, und daher sehe ich hier keine Gefahr durch andere Forks für das Ethereum Mainnet. Dann interessiert mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema. Wie seht ihr die Situation bei Ethereum aktuell? Glaubt ihr, dass die Umstellung auf Proof of Stake Mitte September pünktlich kommen wird und dem Ethereum-Kurs auch helfen wird? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Im nächsten Video am kommenden Dienstag geht es dann nicht um den Bitcoin. Über den Bitcoin sprechen wir dann am kommenden Samstag in unserem Krypto-Report, denn einige Analysten glauben ja, dass es nochmal um 30% nach unten gehen wird. Und wenn euch dieses Thema interessiert, ihr wisst ja, unter krypto-report.de könnt ihr euch kostenlos eintragen. Dann bekommt ihr auch die Gewinner und Verlierer der Woche immer kostenlos in euer E-Mail-Postfach. Ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder. Dann geht es dann voraussichtlich um Quant und Overledger. Das ist ja auch ein Krypto-Projekt, das in den letzten Monaten für viel Furore gesorgt hat. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein und seid wieder mit dabei. Bis dahin sage ich schon einmal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.